Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter und schauen doch mal, dass wir uns jetzt bald, wahrscheinlich in dem Part, sehr, sehr wahrscheinlich, mit dem Seeungeheuer anlegen. Schauen wir doch mal, was hier zu sehen ist. Das Boot auf jeden Fall. Auf jeden Fall cool, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Danke für die ganzen Likes und Kommentare bei den letzten Videos. Auch hier gerne unterstützen mit einer Bewertung. Scheiße. Den Kopf noch hinterher oder bleibt der auch noch? Okay, alles klar. Was war das? Ich hätte gerne an diesem Einstieg ausprobiert, ob das noch geht. Ich glaube, das war doch so, dass er dann kommt und dich einfach verschluckt, oder? War das nicht so? Das ist die Frage, warte mal. Hier sind wir aber schon richtig, oder? Was ist denn das hier für ein Extragang? Können wir da schon mit dem Boot fahren? Warte, lasst uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Auf jeden Fall vorne weiterhin auch die Videoshop abchecken, wenn ihr euch das günstiger kaufen wollt, das Game. 20-30% sparen. Checkt meinen Partner aus. Und macht dort auch gerne beim Gewinnspiel mit, kostenlosen. Schauen wir mal, was hier abgeht. Und natürlich auch immer noch beim Monster Hunter Rise Gewinnspiel. Auch das Spiel kann ich euch nur empfehlen, das ist richtig geil, wenn man natürlich auf diese Art Games steht, ist ja klar. So. Ich höre schon wieder was. Das wird wahrscheinlich... Wird das der Schatz sein, den man da hört? Was ist das? Achso, ich glaube, ich verstehe. Hier kommen wir wahrscheinlich erst mit dem Boot an, wenn wir das Ding platt gemacht haben. Okay, gut. Ich sag euch, wie es ist, wa? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das Monster aus dem See. Ansonsten, Freunde, könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, auf welche Spiele ihr euch noch freut. Ich meine, im April geht es ja auch direkt weiter, Blockbuster-mäßig. Da werden wir auf jeden Fall natürlich das neue Star Wars Game zocken, Jedi Survivor, das ist ganz klar. Freue ich mich auch extremst drauf. Habe ich auch sehr große Erwartungen und Hoffnungen und bin aber trotzdem sehr, sehr guter Dinge. Horizon DLC und Dead Island 2. Das sieht auch ganz geil aus. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin von den Garten im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Okay. Ich muss jetzt erstmal Benzin besorgen oder was? Hier? Hier hinten oder wie? Was meint ihr, Trevis? Drei. Ach, guck mal. Scheiße. Ja, wir müssen ja sowieso da zurück. Obwohl, hier ist auch noch so ein Punkt. Brotsbenzin. Achso, ja. Ja, okay. Dann kommen wir noch zurück, holen uns das Ding. Die beiden nehmen wir jetzt mit und dann. Gehen wir nochmal zum Händler, bevor wir uns dann wirklich mit dem Monster anlegen. Das ist der Plan. Shit. Verdammt nochmal. Damit ihr kurz auch die Übersicht habt, was ich jetzt vorhabe. Oh, zu spät. Oh, Junge, das ist doch fies, Mann. Das wird laut. Scheiße, ich hab mich selber weggesprengt. Los, los, los! Tritt die Sau! Tritt das Schwein! Ne Snake, ne Snake! Sorry. Zu spät wieder, ey. Junge.
Verwandelt die sich noch? Okay. Ist jetzt hier mal Ruhe oder was? Mensch! Kann ja wohl nicht angehen, ey. Übrigens habe ich mir den Talisman, den wir beim letzten Mal im Schießstand gewonnen haben, habe ich mir natürlich rangepackt an den Koffer, weil wir ja noch nichts haben. Und man kann 3 Talismane rantun. Talismänner, Talismane, Talismanen. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Achso, hier geht's wieder zurück, genau. Wie gesagt, ich habe eigentlich eher vor, die Eier dann zu verkaufen für die extra Kohle. Aber wenn es jetzt hart auf hart kommt, hier gibt es nur noch einen Spray. Das kann ich mir eigentlich... Wo habe ich denn das Ei jetzt? Oder soll ich noch einen riskieren? Ein Schlag? Was meint ihr? Wo ist das andere Blow-Ding? Kann er da nicht hoch? Dicke Pfeife! Nein, 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 ey! Die Fische! Da ist noch einer. Ich glaube, ich halte mich jetzt eben mal hoch. Nicht, dass er irgendwie von irgendwo plötzlich eine Dinges geflogen kommt. Eine Granate oder irgendwas. Nein! Oh, shit. Ach, guck mal. Ach so, kann man sich schnell umdrehen. Das wusste ich gar nicht. Man lernt nicht aus. Boah, jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist halt die Frage. Boah, scheiße. Hast du da nicht rein, ey? Muss man hier jemand für Ordnung sorgen, ey? So. Ja. So sieht es nämlich aus. Links unten habt ihr vielleicht auch jetzt den, hier, ich zeig's euch mal. Den Talisman gesehen, da links. Ja. Wenn ich jetzt getroffen werde, brauche ich das auch. Das Ei. Dann muss ich's nutzen. So, hier rechts von uns muss irgendwo das blaue Ding sein. Lass mal die Mine ausschalten. Nicht, dass da noch jemand reinläuft. Aus dem Weg! Komm, 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 stechen ab! Ich habe noch mehr Fische gehört. Da sind noch mehr, glaube ich. Boah, Leute, ey. Hier irgendwo müsste doch das Blaue sein. Vielleicht von unten. Vielleicht unter mir, weißt du?
Da ist noch eine Snake. Schon ganz geil, wie die einfach wegplatzen. Da kommt noch einer. Ist jetzt halt die Frage, ob wir für das Benzin... Brauchen wir dafür einen Platz in... Nee, okay. Na, das ist doch schon mal was. Oh mein Gott. Das ist halt wieder. Da fragst du dich, wie kann man den denn wieder daneben ballern, weißt du? Aus dem Weg! Let's go! War hier nicht gerade ein Fisch? Ich höre doch hier was. Oder doch auf der anderen Seite. Ich sehe zumindest nichts. Ne, gut. Vielleicht ist das Geräusch auch gar kein Fisch, sondern irgendwas anderes. Wo ist das Blaue? Wo ist das Blaue? Da ist aber ein Fisch unter mir. Also manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass es echt unendlich Gegner sind, oder? Obwohl, es ist eigentlich nicht. Du hast schon verdammt viele auf jeden Fall. Das ist. Wer schießt auf mich? Messer doch! Hey? Ich hatte doch schon LS gedrückt. What? Was hat mich da getroffen jetzt noch? Stirb doch mal jetzt, mein Gott. Die alte Omi mit dem Bolzenwerfer. Mein Gott, wirklich. Da bringt nicht mal automatisch sortieren was. Das schmerzt doch, Mann. Was ist denn hier los? Ey, komm, ich mach das jetzt einfach. Ich brauche einen größeren. Ich brauche einen größeren Koffer, bevor jetzt hier jemand was sagt, ey. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie. Ja, da ist noch was. Ich wette mit euch, hier sind sogar wahrscheinlich noch mehr Fische. So, ich muss nochmal nach hoch. Ich muss nochmal da hoch. Okay, von hier aus geht das nicht. Nochmal einmal schnell rumlaufen. Wir haben ja alles gesichert. Da ist irgendein Schwimmgeräusch auf jeden Fall. Kann vielleicht doch nochmal auf der anderen Seite sein, aber ich bin ja sowieso komplett voll. Gar kein Platz mehr jetzt.
nix Platz mehr. Da ist noch eine Snake. Und hier sind auf jeden Fall einige. Hier sind auf jeden Fall einige. Würde ich auch ganz gerne mitnehmen, aber ja. Bolzenmunition. Soll ich mir die gönnen? Jetzt hätte ich wieder ein bisschen Platz. Also da unten ist noch ein. So, das letzte, glaube ich. Aha! Hat sich sogar gelohnt. Hat sich sogar gelohnt. Na, man hat es doch gehört, da ist auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. Der Karte ist alles, okay, alles mitgenommen. Gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen jetzt wirklich kurz zurück, holen das andere blaue Ding noch und gehen dann auf jeden Fall mal zum Händler. Was ich auf jeden Fall auch ganz cool fand bei Resi 8 war, dass du mit dem Fleisch und Fischen und so weiter, die du gesammelt hast im Laufe der Zeit, dass du da die dann auch mal so komplette Upgrades holen konntest. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also, warte mal. Was ist da irgendwo? Die Frage ist halt nur, das sieht nämlich nicht so aus, als wenn ich... Achso, doch, da ist eine leider. Okay, gut. Hab's erledigt. Hat sich erledigt. Das waren alle. Was ist das denn hier? Okay. Ein Küchenmesser. Ach, hör doch auf. Achso, ja, doch, herstellen. Ey, gefühlt hatte ich noch nie so viel Loot auf einmal, ey. Ich brauche auf jeden Fall noch eins auf hier. So, okay. Einmal zurück zum Händler. Ich glaube, die Schlangen-Herausforderung hatten wir auch noch nicht abgegeben bei ihnen, ne? Warte, wo müssen wir denn lang? Hier rein? Nee. Hier hoch, ne? Ja. Ja. So viel Zeit muss sein. Jeder würde das tun. Erstmal sich die Upgrades holen, oder? Die fette Kohle und hast dich gesehen. Ah, ich wusste, auf dich kann ich zählen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ah, die Punisher. Wie gesagt, ich will die Red One eigentlich, wenn es sie hier wieder gibt. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? SG-09, das ist doch das Stromgerät. Nee, ist es nicht. Was ist die SG-09? Hab ich die aktuell im Start? Ah ja! Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ah, du hast ja recht! Du hast ja recht, ey! Kommt dann noch irgendwas hinzu später? Weil dann würde ich das auch sparen. Die kann man nicht mit Geld kaufen. Was ist der legendäre Laseraufsatz, ey? Soll ich's tun? Kommen da später noch Sachen? Wahrscheinlich schon, ne? Dann würde ich es tatsächlich erst aufspannen, ne? Obwohl ich mir das Leben jetzt auch gerade ein bisschen schwerer mache als nötig.
Von einem einmal angriffskraft, okay? Und einmal Magazin. Probier größer. Mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Blendgranaten, Bolzen. Ich kaufe fast alles. Bolzen meine eigene. Ja. Komm, die Fische verchecke ich aber jetzt, okay? Die Fische verchecke ich. Ach, guck mal, den Talisman könnte ich auch verkaufen, oder was? Oder was ist das jetzt hier? Ein hervorragender Deal. Na komm, jederzeit wieder. Okay, Junge, du kleiner Halsabschneider, du. Du kleiner Abzocker, du. Jetzt geht's los, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Friss das, du Schwein! Wo ist es? Aber kann ich die Kisten abschießen für Loot oder so? Hast du einen Mordshunger, ha? Huh? Und weiter geht die wilde Fahrt. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Es sieht fast so aus, oder? Also ich kämpfe hier mit einem riesigen Seeungeheuer und frage mich, ob die Kisten loot sind. Ja, so krass muss man ja erstmal sein. Aber es, ich will nicht. Ah, okay. Ich bin lieber ruhig. Nicht, dass ich jinxe, jetzt gleich. Da hätte ich mich nach links bewegen müssen wahrscheinlich, ne? Was vorhin angezeigt wurde. Komm schon! Wie man die Burg schon im Hintergrund sieht. Wo bist du hin? Ah!
Mensch! Yes! Yes! Woo! Nenn mich Aquaman, Junge. Yes, vorne hatten wir dann noch mal ein Highlight zum Ende des Kapitels. Besiege Del Lago. Präzision wird ja immer weniger, 77% nur noch. Was ist denn hier los? Ich meine, das ist okay noch so, aber naja, gut. Ey, Freunde, das war's an der Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Kleines Highlight auf jeden Fall am Ende, wie gesagt. Und so vom Looten her bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, muss ich sagen. Es macht ultra Bock, man. Es macht echt ultra Bock, es macht ja, einfach Spaß, zu versuchen, da möglichst viel mitzunehmen, zu leveln, zu looten, also leveln in dem Sinne, seine Waffen zu leveln und möglichst viele Schätze zu sammeln und so. Ist schon sehr motivierend auf jeden Fall. So, das war's. Liken, kommentieren, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.